Paris im Herbst, die letzten Monate des Jahres und das Ende des Jahrtausends. Die Stadt ist für mich mit vielen Erinnerungen verbunden. Erinnerungen an Cafés, an Musik, an Liebe und an Tod. Als ich endlich wieder auf den Füßen stehe, kann ich nur das ständige Dröhnen des Verkehrs hören. Das Leben um mich herum geht weiter, aber die Explosion sollte mein Leben für immer verändern. Das ist ein Laternenpfahl, landestypisch aus Eisen. Klar könnte ich auf die Laterne klettern, aber das würde auch kein Licht in die Angelegenheit bringen. Der Schirm hat mich vor der Wucht der Bombe beschützt, aber jetzt ist er zu nichts mehr nütze. Das hätte was, unter den Schirm zu krabbeln und so zu tun, als ob nichts passiert wäre, aber nicht sehr viel. Eine Zeitung hat sich um den Laternenpfahl gewickelt. Der Leitartikel erzählt etwas über den Besuch eines Nobelpreisgewinners aus einem dieser unaussprechlichen osteuropäischen Staaten. Das ist aber auch schon die einzige echte Nachricht. Der Rest besteht aus Gerüchten, Klatsch und Sensationsberichten. Dann fällt mir die Notiz unten auf der Seite ins Auge. Da steht Salaheddin 1345. Das Regenrohr sieht so aus, als ob es mein Gewicht tragen könnte. Ich hole tief Atem und beginne, das Regenrohr hochzuklettern. Ich nehme an, dass der Clown über die Dächer getürmt ist. Ich beschließe, dass ich mich mit diesem dusseligen Regenrohr genug herumgeärgert habe. Das Fenster ist durch solide wirkende Eisenstäbe geschützt. Eine alte, zerbeulte Mülltonne.
Ein Stapel Kartons, in denen mal Weinflaschen verpackt waren. Ich untersuche die Kartons genauer. Sie sind feucht, ziemlich muffig und einwandfrei leer. Ich untersuche die Kartons genauer. Sie sind feucht. Eine alte, zerbeulte Mülltonne. Es riecht, als ob jemand an einem heißen Hochsommertag eine Ladung Fisch in einem Umkleideraum abgestellt hätte. Eine alte, zerbeulte Mülltonne. Ich habe es satt, meine Nase in französische Mülltonnen zu stecken. Eine Plastikkiste. Hier gibt's nichts Interessantes. Eine Eisenplatte, die den Eingang zu einem Kanalisations- oder Abflussrohr versperrt. Ich versuche, den Deckel mit meinen Fingern aufzukriegen, kann aber keinen guten Angriffspunkt finden. Die Explosion hat den Tisch glatt umgeworfen. Mein erster Impuls ist, den Tisch wieder hinzustellen, aber dann denke ich mir, dass es besser wäre, Beweismaterial nicht anzurühren. Die Explosion hat den Tisch glatt umgeworfen. Die Explosion hat das Glas in 1000 Stücke zerlegt und ein riesiges Loch hinterlassen. Ich untersuche die Glasscherben, die den Rest des Fensters bildeten. Stimmt, das Ding ist kaputt. Das ist die Leiche des alten Mannes. Kaum zu glauben, dass ich ihn noch vor wenigen Minuten quicklebendig gesehen habe. Ich versuche, seinem Blick auszuweichen, während ich die Taschen des toten Mannes durchsuche. Keine Brieftasche, keine Papiere, keine Kreditkarten. Es ist, als ob der Typ überhaupt nicht existiert hat. Wie durch ein Wunder ist die Flasche auf dem Tresen dem Inferno entgangen. Ich fühle das Bedürfnis nach einem handfesten Drink, aber ich kann Brandy nicht ausstehen. Die hübsche junge Kellnerin ist bewusstlos. Oh, mein Kopf. Nie wieder. Wie viel Wodka habe ich getrunken? Nein, sag es mir lieber nicht. Wie heißt du, Cherie? George Stobbart, Ma'am. Oh, Amerikaner? Es war eigentlich eine sehr unschuldige Frage, aber ich konnte ihre Vorbehalte fühlen. Das ist etwas, mit dem irgendwie alle Europäer zu kämpfen haben. Sie sehen aus, als könnten Sie ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich könnte einen Drink gebrauchen. Mir ist schlecht, schwindelig, ich fühle mich mies und ich weiß noch nicht mal, was das für eine Party war. Entspannen Sie sich, Sie sind gerade umgekippt. Wie bitte? Was ist passiert? Es gab eine Explosion. Sie sollten sich lieber nicht bewegen. Sind Sie Arzt? Nö, aber als Kind habe ich immer Krankenhaus gespielt. Können Sie sich denn an gar nichts erinnern? Non, ich brauche einen Drink. Geben Sie mir ein Brandy. Pur oder mit Eis? Geben Sie mir einfach die Flasche. Naja, ein Tröpfchen Brandy wird schon nicht so schlimm sein.
Ah, das ist besser. Sie schüttet den Brandy runter, als ob es Wasser wäre. Mann, bin ich froh, dass ich die Rechnung nicht bezahlen muss. Was ist mit dem alten Mann? Ist er tot? Ja, er ist tot. Oh mon Dieu. Ich habe noch nie eine echte Leiche gesehen, außer meine Grand-Maman. Aber das war was anderes. Sie war Familie. Ist er schon steif? Ich denke nicht. Er ist erst ein paar Minuten tot. Kannten Sie den alten Mann? Nein, Monsieur. Den habe ich nie zuvor gesehen. Wie benahm sich der alte Mann? Er war nervös. Er schaute sich ständig um. Zur Tür, auf die Uhr. Als ob er auf jemanden warten würde? Ja, würde ich sagen. Er hatte vor irgendetwas Angst, das ist sicher. Wenn Sie mich fragen, hatte er eine Affäre. Er hatte diesen schuldbewussten Blick wie ein Ehemann auf Abwägen. Wissen Sie noch, was geschah, als der Clown hereinkam? Ich erinnere mich noch an diese grässliche Melodie, die er spielte. Es war die reinste Begräbnismusik. Ich konnte Akkordeonmusik sowieso noch nie leiden. Hat der Clown mit dem alten Mann gesprochen? Nein, er lachte ihn nur aus. Dann grapschte er sich den Koffer des alten Mannes und rannte raus. Haben Sie gesehen, was der alte Mann in seinem Koffer hatte? Nein, er hat ihn nicht aufgemacht. Was machte der alte Mann, als der Clown sich den Koffer grapschte? Nichts. Er saß einfach da, wie erstarrt. Hat der alte Mann versucht, den Clown zu stoppen? Oh, dazu hat er überhaupt keine Möglichkeit. Der Clown ließ sein Akkordeon fallen und rannte zur Tür hinaus. Das ist alles, mehr weiß ich nicht mehr. Gehörte diese Zeitung dem alten Herrn? Weiß ich nicht. Jemand hat was draufgekritzelt. Da steht Salah ed-Din, 1345. Sagt Ihnen das etwas? Non, Monsieur, nichts. Was diese Zeitung anbelangt... Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich nichts darüber weiß. Bleiben Sie hier, Mademoiselle. Ich schaue mich draußen mal nach Beweisen um. Stopp! Keine Bewegung! Hey, nicht schießen! Ich bin unschuldig! Ich bin Amerikaner! Können Sie sich nicht für eins entscheiden? Ich will den amerikanischen Konsul sprechen. Waffen fallen lassen und runter auf den Boden! Stecken Sie das Ding weg, Sergeant Mouet. Verzeihung, Monsieur, aber ich kann Ihnen nicht gestatten, sich zu entfernen. Bin ich verhaftet? Ah non, ich möchte Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Vorwärts, zum Café. Marché! Was für ein Anblick. Diese Bombenexplosion ist schrecklich, nicht wahr? Hören Sie damit auf, Monsieur. Hören Sie sofort damit auf, Ihren Atem anzuhalten. Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass der Mann tot sein könnte, Mouet? Oui, Monsieur. Aber ich betrachte die Dinge lieber von der Sonnenseite. Außerdem erinnere ich mich an einen Fall, in dem der Killer entkam, indem er sich totstellte. Na egal, in diesem Fall ist der Mann ziemlich sehr tot. Es ist sonnenklar, dass der Killer von seiner Anwesenheit wusste und... Wie oft habe ich Sie schon gewarnt, voreilige Thesen aufzustellen? Alles, was wir sicher wissen, ist, dass der Mann tot ist. Ich fand, es war logisch anzunehmen, dass... Ein großer Detektiv nimmt niemals etwas an, Maigret zum Beispiel. Aber das war eine Romanfigur, Monsieur. Er war nicht echter als Derrick oder der Alte. Das ist was anderes, Mouet. Die brauchten ja auch Assistenten. Egal, nicht einmal Ihnen dürfte es gelingen, den Toten zum Reden zu bringen. Kümmern Sie sich um das Mädchen und nehmen Sie Ihre Aussage auf, falls Sie das hinkriegen. Ich bezweifle, dass sie für ein Verhör in Form ist, Monsieur. Meine Nase sagt mir, dass sie getrunken hat. Es ist, wie ich befürchtete.
Wir sind in eine Lasterhöhle geraten, Mue. Überlassen Sie sie mir. Ich weiß, wie man mit betrunkenen Frauen umgeht. Das bezweifle ich keinen Augenblick. Et maintenant, zum Geschäft. Ihr Name bitte? George Stobbart, ich komme aus Kalifornien. Und was führt Sie nach Paris, Monsieur Stobbart? Reisen. Ich reise durch Europa. Gut gewählt. Die Stadt ist zu dieser Jahreszeit am schönsten, ne? Ja, könnte sein. Von den Bomben einmal abgesehen. Befanden Sie sich in der Nähe des Cafés, als die Bombe hochging? Ja, ich saß draußen auf dem Bürgersteig. Ich hatte Glück, dass es mich nicht auch erwischt hat. Der Inspektor ignoriert meine Bemerkung komplett. Sahen Sie, wie der Verstorbene das Café betrat? Ja, habe ich gesehen. War er allein? Ja. Und sprach er mit Ihnen? Nein, die Kellnerin interessierte ihn viel mehr. Haben Sie jemand anders in das Café gehen sehen? Ja, da war so ein Typ, der wie ein Clown gekleidet war. Er trug ein Akkordeon. Ein Akkordeon? Bon, das Bild formt sich in meinem Kopf. Und es ist nicht sehr hübsch. Ist das Mädchen in Ordnung, Mue? Oh, sie wird's überleben. Falls sie ihren Cutter überlebt. Sie erinnert sich nicht, einen Clown gesehen zu haben, Monsieur. Das ist seltsam, finden Sie nicht, Monsieur? Ich frage mich, wem ich glauben soll. Eh bien, ich habe genug gehört. Was meinen Sie damit? Ich bin überzeugt, dass Sie nichts wissen. Sie können gehen. Ich hoffe, dieser kleine Zwischenfall verdirbt Ihnen nicht den Rest des Urlaubs. Und meine persönliche Sicherheit? Können Sie mir nicht wenigstens einen Rat geben? Was soll ich sagen? Passen Sie auf, hüten Sie sich vor verdächtigen Figuren. Und gehen Sie erst über die Straße, wenn Sie das kleine grüne Männchen sehen. Toller Tipp. Ich bin davon überzeugt, dass Sie sich nicht im geringsten in Gefahr befinden, Monsieur. Sollte Ihnen noch etwas Wichtiges einfallen, rufen Sie mich an. Meine Karte. Danke. Das wäre alles. Sie können gehen. Es gibt nicht viele Anhaltspunkte, Monsieur. Oberflächlich gesehen, nein. Aber was lauert im Unterbewusstsein? Wenn man die Tür nur öffnen könnte. Meinen Sie das im Ernst, Monsieur? Ich dachte, Ihr Interesse an übersinnlichen Erkenntnissen wäre rein akademisch. Akademisch? Sie sind im Begriff, Zeuge eines wissenschaftlichen Durchbruchs zu werden. Das Mädchen tut zwar selbstsicher, wirkt hinter dieser Maske jedoch eher bockig. Ein Eindruck, den man eigentlich eher bei einem jugendlichen Straftäter erwarten würde. Der Sergeant ist ein mickriger Mann, der einem kopflosen Huhn gleicht. Entschuldigen Sie, Sergeant. Sie haben den Inspektor gehört. Gehen Sie nach Hause, Monsieur. Ich war einer der letzten Menschen, die das Opfer noch lebendig gesehen haben, Sergeant. Haben Sie damit irgendein Problem? Ja, irgendwie schon. Ich habe das Gefühl, als schuldete ich es ihm, seinen Mörder zu fassen. Das sollten Sie lieber den Behörden überlassen, Monsieur. Hat er mit Ihnen gesprochen, Ihnen irgendwas erzählt? Nein, er hat nur freundlich gegrinst und mir zugenickt. Machen Sie sich weiter keine Gedanken darüber, Monsieur. Gehen Sie nach Hause und vergessen Sie die ganze Angelegenheit. Ich habe den Clown doch gesehen. Er ist in die Gassen auf der anderen Straßenseite gerannt. Sind Sie ihm gefolgt? Er hat mich abgeschüttelt. Ich vermute, er ist unterirdisch geflohen. Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Kilometer Kanalisation es unter dieser prächtigen Stadt gibt? Das gehörte bislang nicht zu den Fragen, die mir regelmäßig den Schlaf rauben. Ich bin ganz sicher, dass Inspektor Rousseau eine vernünftige Suche organisieren wird. Haben Sie schon die Aktentasche des Opfers wiedergefunden? Nein, mein Herr. Der Inspekteur hat mir ausdrückliche Anweisungen gegeben, diese Tür zu bewachen. Bis er diese Anweisungen widerruft oder bis Verstärkung eintrifft, rühre ich mich also nicht vom Fleck. Wie konnten Sie und Rousseau so schnell am Tatort sein? Sie waren ja innerhalb weniger Minuten am Schauplatz der Explosion. Hatten Sie einen Tipp bekommen? Diese Informationsquellen von Inspektor Rousseau sind mir ein ständiges Rätsel, Monsieur.
Ein paar Leute behaupten, er hätte einen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen. Und was glauben Sie? Ich glaube, er ist selbst der Teufel. Was macht Rousseau mit dem Mädchen? Er dreht sie durch die Mühle, wie ihr Amerikaner wohl sagen würdet. Bitte? Wenn er sich einmal in einem Fall festgebissen hat, schüttelt ihn nichts und niemand mehr ab. War das sein Ernst mit dem ganzen Psychopolizistenkram? Natürlich. Inspektor Rousseau ist ein Pionier und Visionär. Wenn er seine revolutionären Methoden erst einmal perfektioniert hat, werden sie das Bild des Polizeidienstes von Grund auf umkrempeln. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas in L.A. klappt. Ich habe das hier auf der Straße gefunden, Sergeant. Das, Monsieur, ist doch wohl eine Tageszeitung. N'est-ce pas? Hier steht eine handschriftliche Notiz drauf. Salaheddin 1345. Ah, also war das Treffen mit dem Clown geplant. Wie kommen Sie denn darauf? Der Zeitpunkt der Explosion lag zwischen 1:30 und 2. N'est-ce pas? Ich schätze schon, aber was ist mit dem Namen? Ah, aha. Das wirft Sie aus dem Sattel, was? Ich bin noch niemals in meinem Leben, wie Sie es auszudrücken belieben, aus dem Sattel geworfen worden, Monsieur. Das ist der Name, den der Clown angenommen hat, no? Salaheddin, der Clown? Das glaube ich weniger. Hatte ich Ihnen jetzt diese Zeitung schon gezeigt oder nicht? Allerdings, das haben Sie, Monsieur. Sehen Sie hier, Sergeant. Der Inspektor hat mir seine Visitenkarte gegeben. Oui, Monsieur. Er möchte, dass Sie ihn benachrichtigen, wenn Sie auf irgendwelche Informationen über diesen Fall stoßen. Ich würde ja gerne mit ihm reden, aber ich möchte nicht, dass er seinen Psychomist bei mir ausprobiert. Ah, nein, Monsieur. Sie werfen die parapsychologische Wissenschaft mit Hexerei durcheinander. Ach, wirklich? Und wo ist der Unterschied? Wir bringen keine Menschenopfer dar. Bis bald, Sergeant. Verzeihung, Mademoiselle. Hallo, ich heiße George Stobbart. Oh, ein Amerikaner, so wie sich's anhört. Ja, das stimmt. Auf Urlaub in Paris. Schöner Urlaub, was? Du warst hier, als die Bombe hochging? So ist es. Ich habe genau vor dem Café gesessen. Ist dir ein Mann mittleren Alters begegnet, etwa 60 Jahre, mit einem Hut und Mantel? Ich kann es nicht glauben. Sie hat mich nicht einmal gefragt, wie ich mich fühle. Ja, kurz bevor die Bombe explodierte, ging er hinein. Du bist doch nicht mit ihm verwandt. Oh nein, nichts dergleichen. Ich bin Nicole Collard von La Liberté. Was ist das, ein Nachtclub? Nein, es ist eine Tageszeitung. Du bist Reporterin? Ich bin freie Fotojournalistin. Na sowas, du könntest mich über den Bombenanschlag interviewen. Ein Augenzeugenbericht. Minuten nach der Gewalttat, die ganz Paris erschütterte. Verstehst du, Dramen des Lebens, menschliche Anteilnahme, sowas in der Art. Ich bleibe bei den Tatsachen, danke. Hast du gesehen, wer die Bombe gelegt hat? Ich weiß, dass es verrückt klingt, aber er war als Clown verkleidet. Oh Gott, er hat wieder zugeschlagen. Hast du den Clown jemals zuvor gesehen? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe viel Zeit. Ich nicht. Wer war der Typ, den du treffen wolltest? Sein Name war Plantard. Ich kannte ihn nicht, aber er hat mich letzte Nacht angerufen. Er sagte, er hätte eine Story, die mich interessieren würde. Er fragte mich, ob wir uns im Café treffen könnten. Ich werde wohl nie erfahren, was er mir sagen wollte. Es sei denn, du hättest Rousseaus Gabe der parapsychologischen Befragung. Woher hat Plantard deinen Namen? Über die Zeitung La Liberté. Ich habe einen Artikel geschrieben, in dem ich zwei ungelöste Morde miteinander in Verbindung bringe. Einen in Italien, einen anderen in Japan. Die Fälle sind sich bemerkenswert ähnlich. Ein wohlhabendes Opfer, kein offensichtliches Motiv und ein verkleideter Killer. Plantard sagte, er könne mir weitere Informationen beschaffen. Warum möchtest du mir nichts über diesen Clown erzählen? Warum möchtest du dich da einmischen? Weil er mich fast getötet hätte. Ist das nicht Grund genug? Doch, ich nehme an, das ist es. Hör mal, ich gebe dir meine Telefonnummer.
hilfst mir bei meiner Story und ich weihe dich in das ein, was ich weiß. Und damit eines von vornherein klar ist, das ist rein geschäftlich. Okay, abgemacht. Ich muss diese Bilder entwickeln lassen. A bientôt, Monsieur. Gut, ich... bis bald. Eingelassen in das riesige Tor ist eine kleinere Zugangstür. Die Tür ist fest verschlossen. Ein zerbeulter Werkzeugkasten aus Metall. Das Zelt besteht aus Plastikplanen. Außer einem großen Werkzeugkasten ist das Zelt leer. Ein großes Bauarbeitertelefon, das verdammt schwer aussieht. Der muskulöse Straßenarbeiter trägt eine Miene zur Schau, die auf 5 Meter Entfernung deutlich besagt, lasst mich in Ruhe, ich habe zu tun. Hi, hätten Sie mal eine Sekunde Zeit? Ich dachte, Sie wären im Knast. Nein, das war ein Missverständnis. Als der die Knarre rausholte, boah, ich dachte, das war's. So eine Automatik, da ist echt Saft hinter, wissen Sie? Er hat einen Fehler gemacht. Er dachte, ich wäre ein Terrorist. Sie? Ein Terrorist? Ha! Hat wohl nur seine Pflicht erfüllt. Ist hier ein Clown vorbeigekommen? Ein Clown? Wie im Zirkus? Ja, voll geschminkt und mit einer großen roten Nase. Ho! Die Typen sind witzig, ey! Hab ich andere Erfahrungen gemacht. Ich mag den Zirkus, besonders die Pferde. Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Haben Sie einen Clown gesehen? Glauben Sie im Ernst, ich hätte Zeit, mir jeden anzugucken, der hier vorbeikommt? Es gibt Leute, die für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Hören Sie, ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, aber ein Clown wäre Ihnen doch bestimmt aufgefallen. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Ich habe nichts und niemanden gesehen. Er trug bunte, ausgebeulte Hosen und Make-up. Wäre ein komischer Clown, wenn's anders wäre. Hören Sie, ich muss diesen Clown finden. Er ist ein Killer. Wer sind Sie denn überhaupt? Ein Bulle? Natürlich nicht. Sehe ich etwa so aus? Vermutlich nicht. Woher wissen Sie, dass der Typ ein Killer ist? Haben Sie ihn in Aktion gesehen? Was? Haben Sie etwa die Explosion nicht gehört? Das Café ist in die Luft geflogen. Hab mich schon gefragt, was das für ein Knall war. Gab's Tote? Ja, einen alten Mann hat's erwischt. Merde! Hätte nicht gedacht, dass es so ernst ist. Was ist mit der Kellnerin? Die ist okay. Dem Himmel sei Dank. Haben Sie einen älteren Herrn mit einem Koffer gesehen? Oui, so ein alter Blödmann. Wissen Sie, was der zu mir gesagt hat? Arbeit fasziniert mich, sagte er. Ich könnte den ganzen Tag nur zugucken. Putain! Ich hätte ihm die Fresse polieren können. Haben Sie den alten Mann erkannt? Non. Hätte ich das? War er berühmt? Nein, aber das dürfte sich jetzt geändert haben. Er hieß Plantard. War das der Typ, den es im Café erwischt hat? Ja. Oh Mist. Jetzt tut's mir echt leid, dass ich ihn so angemacht habe. Könnte ich doch nur die Uhr zurückdrehen. Wäre ich doch nur etwas toleranter gewesen. Bedauern und Reue sind seltsame Gefühle. Da werden alle Menschen zu Schauspielern, zu schlechten meistens. Schauen Sie sich das hier mal an. Sie haben gesagt, Sie wären kein Bulle. Reden Sie nicht so laut, ich bin in geheimer Mission unterwegs. Wen suchen Sie? Das ist vertraulich. Möchten Sie meine Zeitung lesen? Zum Lesen habe ich keine Zeit. Können Sie nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Sie könnten sie in der Frühstückspause lesen. Ich habe gerade mal 10 Minuten und wenn es nach meinem Boss ginge, nicht mal das. Er würde mich an einen Tropf hängen, damit ich zum Essen keine Pause einlegen müsste. Oh, nehmen Sie die Zeitung und hören Sie auf mit der Maulerei. Pah! Es ist unglaublich, diese verdammten weichherzigen Liberalen. Pfft! Die Delfine retten?
Fangen und aufessen, das ist meine Meinung. So ein Theater wegen ein paar Fischen. Oha, das ist schon besser. Schauen Sie sich mal die Dinger hier an. Sind die groß? Wie Sektkorken, no? Ah, was ist denn das? Salah Eddin läuft beim großen Preis vom Arc de Triomphe. Ist das ein Rennpferd? Ein Pferd? Eine Legende, mon ami. Schnell wie der Blitz ist sie. Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Halten Sie meine Grube im Auge. Ich muss mal ein bisschen Knete auf die Stute setzen. Ich finde genau das, was ich brauche. Ein Werkzeug, mit dem man Kanaldeckel aufhebeln kann. Ich hebe den Deckel an. Es riecht, als ob darunter ein Abwasserkanal läge. Ein glänzender roter Plastikball, der aus unerfindlichen Gründen auf dem schlüpfrigen, mit grünem Schleim bedeckten Boden liegt. Als ich den Plastikball aufhebe, wird mir klar, dass er eigentlich im Gesicht getragen werden sollte. Es ist die rote Nase des Clowns. Das ist ein nasses, zusammengeknülltes Papiertaschentuch. Ich hob das nasse Taschentuch auf. Es war kalt und fettig wie alte Essensreste. Das Geländer dient einem ganz einfachen Zweck, Leute davon abzuhalten, weiterzugehen. Und es erfüllt seinen Zweck. Das ist ein kleiner Stofffetzen, der an einem rostigen Haken festhängt. Ich nehme den Stofffetzen und mache ihn vom Haken ab. Hallo. Bleib genau da stehen! Du Kanalratte! Ich wusste, dass du nochmal zurückkommen würdest. Und jetzt habe ich dich. Wovon reden Sie? Sie sind eingebrochen. Kommen Sie sofort da raus. Das versuche ich ja gerade. Geben Sie mir Ihre Hand. Mit so simplen Tricks legen Sie mich nicht rein. Kommen Sie mir nicht zu nah, Monsieur. Okay, okay. Also, was hatten Sie da zu suchen? Einen Clown. Lächerlich. Soll ich Ihnen das etwa wirklich abkaufen? Er hat eine Bombe gelegt in einem Café. Er hat es hochgejagt. Was? Das Café? Hochgejagt? Mon Dieu! Das ist schrecklich. Und Sie sagen, der Täter war als Clown verkleidet? Das stimmt. Er hat das Café in die Luft gesprengt, ist in die Kanalisation geflohen, hat sich umgezogen und ist hier herausgekommen. Mon Dieu! Dann könnte der Mann, den ich verfolgt habe, glauben Sie, er und der Clown sind ein und derselbe? Naja, also daran habe ich schon gedacht. Das erklärt immer noch nicht,
was Sie da im Gully zu suchen hatten. Sie könnten ja genauso gut sein Komplize sein. Oh nein, ich bin ein einfacher Tourist. Die meisten Touristen begnügen sich mit dem Eiffelturm, dem Louvre oder dem Pigalle. Ich wusste gar nicht, dass meine Abwasserrohre so eine Sehenswürdigkeit sind. Vielleicht möchten Sie einen Blick auf meine Karte werfen. Was ist denn das? Inspekteur Augustin Ressant? Was heißt das hier? Mort dezentral? Morddezernat. Die Tinte ist etwas verschmiert. Dann sind Sie also kein Tourist. Okay, ich habe Sie angelogen. Ich bin kein Tourist. Tut mir leid. Oh, entschuldigen Sie sich nicht, Monsieur. Wissen Sie, ich hatte gleich so ein Gefühl, dass Sie irgendwie anders waren. Es ist Ihre Gestik, Ihre Haltung. Oh ja, diese stolze Haltung eines disziplinierten Mannes, einfach unverkennbar. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war in der Armee, wissen Sie? Als ich in Ihrem Alter war, habe ich um mein Leben gekämpft. In der Wüste von Afrika. Wie kann ich Ihnen helfen, Inspekteur? Fangen wir ganz von vorne an und erzählen Sie bitte alles genau so, wie es vorgefallen ist. Erzählen Sie mir von dem Mann, den Sie geschnappt haben. Oh, das war ein ganz übler Bursche, Monsieur. Er nahm mich in den Schwitzkasten. Dann war sein Gesicht plötzlich ganz dicht vor meinem. Sein Griff war wie eine stählerne Klammer. Aber er hatte ja keine Ahnung, womit er sich da angelegt hatte. Oh nein! Er hatte den großen Fehler gemacht, sich mit einer der Wüstenhyänen anzulegen. Ja, ja, ich verstehe schon. Sagt Ihnen der Name Plantard etwas? Nein, gar nichts. Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Sie möchten also nichts hören von meinen Erlebnissen in der Wüste. Ich habe dafür gekämpft, dieses Land zu dem zu machen, was es heute ist. Das glaube ich gerne, aber ich bin gerade etwas in Eile. Kennen Sie die Kellnerin aus dem Café? Die verdächtigen Sie doch nicht wirklich, oder? Bitte beantworten Sie nur die Frage. Ja, ich kenne sie. Sogar ziemlich gut, würde ich sagen. Sie kam vor, 6 oder 7 Monaten ins Café. Ich freue mich immer schon die ganze Woche auf die Entspannung, die ihr Besuch für mich bedeutet. Wirklich? Dann würden Sie sie vermissen, wenn sie nicht da wäre. Mary? Wen sollte ich denn sonst finden, der mir die Fußnägel schneidet? Trug dieser Kerl, den Sie gesehen haben, eine Aktentasche? Aber ja, sicher. Hielt sie an sich gedrückt wie ein kleines Baby. Die gehörte seinem Opfer. Was glauben Sie, was da drin war? Drogen? Gestohlene Juwelen? Das weiß ich auch nicht, aber zumindest glaubte der Mörder, dass es mehr wert sei als ein Menschenleben. Nichts ist so viel wert, Monsieur. Schauen Sie sich mal diese Pappnase an. Das sieht mir sehr nach einer Clownsnase aus. Genau, die muss er in seiner Panik verloren haben. Es sei denn, er wollte, dass Sie sie finden. Warum sollte er das wollen? Um Sie auf eine falsche Spur zu locken. Damit habe ich den Gullideckel geöffnet. Ich habe genau sowas auch im Haus. Kann ich schnell mal holen, wenn Sie wollen. Nein, machen Sie sich keine Mühe. Oh, das macht keine Mühe, Monsieur. Vergessen Sie's. Ich versuche ja nur, Ihnen zu helfen, Monsieur. Was sagt Ihnen dieses Tuch? Nichts, Monsieur. Das ist einfach abstoßend. Warum zum Henker zeigen Sie mir dieses Zeug? Jemand hat da seine Nase geputzt, ne, Sipa? Sagt Ihnen dieses Stück Stoff irgendwas? Aus demselben Stoff war die Jacke, die ich gefunden habe. Das Muster würde ich überall wiedererkennen. Nun, diese Jacke, die Sie gefunden haben, haben Sie sie hier? Nein, Monsieur. Einer der Ärmel war ziemlich zerrissen. Also habe ich sie in die Reparatur gegeben. Eine Schande. Denn ansonsten war das ein erstklassiges Kleidungsstück. Da stand sogar der Name des Schneiders innen auf dem Etikett. Wo haben Sie die Jacke hingebracht? Ich habe sie
einer herumziehenden Zigeunernäherin gegeben. Ich habe auch immer so ein Glück. Steckte noch irgendetwas in den Jackentaschen? Nicht ein einziger Sou. Wissen Sie, was ich glaube? Nein, sagen Sie es mir. Er hat das Clownskostüm ausgezogen und sich ganz raffiniert als normaler Passant verkleidet. Tja, sieht ja so aus, als hätte ich es mit einem Meisterverbrecher zu tun. Wie lautete der Name auf dem Etikett? Irgend so ein ausländischer Name. Todrick, glaube ich. Können Sie sich an die Adresse erinnern? Stand nicht drauf, Monsieur. Nur eine Telefonnummer. Schade. Ich vermute, Sie können sich wohl kaum an eine Telefonnummer erinnern, die Sie nur ein einziges Mal gelesen haben. 74 98 0 8 59. Das ist doch ein Scherz, oder? Das soll seine Telefonnummer sein? Ja, allerdings. Ein kleiner Trick mit Zahlen, den ich in der Wüste gelernt habe. Ein Tuareg-Schamane hat mir diese Technik beigebracht. Das ist einfach unglaublich. Naja, ganz praktisch. Besonders an der Kasse im Supermarkt. Bekomme ich eine Belohnung? Die Aufrichtigkeit, Monsieur, ist sich selbst Belohnung genug. Da bin ich ja froh, dass ich meine Rechnung nicht nur mit Aufrichtigkeit bezahlen muss. Ich muss jetzt wieder los. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die Bürger von Paris können heute Nacht ein wenig ruhiger schlafen. Wirklich? Ich habe nur meine Pflicht getan, Monsieur. Viel Glück, Inspekteur. Ich hoffe, Sie schnappen den Killer bald. Ich lasse Sie raus. Ich hoffe, Sie schnappen den Kerl, Inspekteur. Das hoffe ich auch.